Recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. So, in der letzten Folge haben wir Margaret gekillt und wir sind zum Wohnwagen zurück, wo wir auch das Schatzfoto jetzt wissen, warum, wo das Schatzfoto her war. Das war nämlich dieser Ort hier, das stille Örtchen. Und da gab es 3 Schuss für die Magnum, die wir aber leider noch nicht haben. Ich würde sagen, da wir ja den Krähenschlüssel in der vorletzten Folge, glaube ich, gefunden haben, würde ich jetzt noch mal ins Haupthaus gehen und schauen, ob sich da irgendeine Tür öffnen lässt. So, gespeichert haben wir. Sehr gut. Dann gehen wir mal gucken. So, schauen wir mal hier rein. Noch irgendwo eine Tür gibt. Vielleicht oben oder so. Hier war nichts mehr drin. Genau, das war nur der Geheimgang. Aber ich glaube, da war doch in dem alten Zimmer, glaube ich, war doch was, oder? Kann das sein? Wir gehen mal gucken. Gehen wir hier durch und schauen mal danach. Genau, jetzt müsste hier das alte Jägerzimmer sein oder Jagdzimmer, was es ist. Und genau, da ist der Rabe. Oder die Krähe, besser gesagt. Genau, die hat, wusste ich nämlich noch. Die konnten wir nicht öffnen. Aber jetzt können wir sie öffnen. Nein, hier wird. Oh, what is that? Brennstoff? Granatwerfer. Geile Sache. Schießpulver. Okay. Okidoki. Ich würde sagen, ich nehme trotzdem mal das Kraut. Boah, wir sind nicht mal vollgeheilt, ey. Heftig. Okay. Flintenmunition. Oh, Flammengranaten, kein Platz mehr. Ich flipp aus. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, ich will es aber nicht zurücklassen. Eine Granate. Oh, scheiße. Okay, wir merken uns auf jeden Fall mal diesen Ort. Vielleicht kommen wir später nochmal vorbei hier. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall die blöde Granate noch mit. Oh, ich brauche echt wieder. Ich brauche irgendwie wieder Erweiterung oder sowas. So, dann gehen wir nochmal hoch gucken. Aber ich glaube, da waren bloß Schlangentüren oben. Im ersten Geschoss. Scheint frei zu sein. Schauen wir mal hier hoch. Hier war auch noch eine Tür, oder? Ah, Schlangentür, okay. Können wir nicht machen. Ich will bloß mal darüber schauen, ob da auch Schlangentüren waren oder ob da eine Rabentür dabei oder Krähentür dabei war. Ja, Schlangentür. Okay, sonst ist hier glaube ich nichts. Das war das komische Bad. Okay, da war nichts. Und hier geht's wieder auf die Terrasse. Okay. Ach, gehen wir gleich hier durch, weil es egal ist. Hier war ja auch nichts. Jetzt bloß zur Garage. Okay. Okay, dann würde ich sagen,
Das haben wir auf. Wir könnten aber schon schnell was weglegen. Dann holen wir uns die blöde Granate trotzdem noch. Wir haben hier hinten sowieso eine Kiste. Dann legen wir die bloß schnell weg. So, wir legen auf jeden Fall mal die weg. Wir legen das weg. Wir legen das weg. Welche aber die noch brauchen? Krähenschlüssel. Komm, wir legen jetzt weg, ist egal. Und holen uns die blöde Granate noch. Hier. Okay. Genau. Das lässt mir nämlich keine Ruhe, wenn ich die nicht dabei habe. Weil ich da weiß, ich habe irgendwo was vergessen. Mehr. Schauen wir hier nochmal rein. Haben wir da was vergessen? Ne, ich glaube nicht. Wir haben kein Dietrich. Wir haben das immer noch nicht öffnen können. Weil wir keinen Dietrich haben. Müsste eigentlich alles clean sein. Yep. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab in das alte Haus. Was? Habe ich hier nicht gerade Kindergeschrei gehört? Oh, ey. Okay, egal. Wir gehen jetzt ins alte Haus auf jeden Fall und werden diesen blöden Schlüssel reinwuchten. Die Laterne daran hängen, besser gesagt. Dass wir da weiterkommen. Dann haben wir auch wieder einen Inventarplatz mehr. So, ich hoffe mal, dass es hier sauber ist. Der will mir irgend so ein komisches Vieh anspringt hier. So, okay, 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 okay. Haben wir schon gelesen. Oh. So, muss ich hier langsam gehen, nicht, dass hier irgendwas triggert wieder. Weil die Margaret ja... Oh, leck. Alter. Alter. Also mit der Soundkulisse wissen die wirklich, wie sie es machen müssen. Wahnsinn. So, hier müssten wir alles haben. Okay. Boah, mein Gott. Man erschreckt ja. Denkst du, diesen Krokodil auf dem Boden? Hier ist nichts drin. Oh, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Oh. Mein Gott. Wie im schlechten Horrorfilm hier. Evelyn? Ist Evelyn noch ein kleines Kind? Alter Schuhe, okay. Beziehungsweise gleich neben mir steht. Okay, da ist ein Türchen. Hier ist ein Schrank.
lauter Puppen. Das ist ein komisches Gekritzel. Sieht aus, als wenn ich da zwei bekriegen irgendwie. Okay. Ein Teddy. Ich höre schon wieder irgendwas. Mein Gott, nervt es. Irgendwas höre ich schon wieder. Okay, hier steht eine Tür offen. Ich glaube, da werden wir auch bloß da rein können. Oh Gott, was ist denn das hier, ey? Doch schon alles ganz komisch. Bestimmt wieder irgendwelche komischen Viecher gleich. Meine Fresse. Wow, 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 wow. Wow! Mein Gott! Nimm! Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, wenn ich in so einem Zimmer wohnen würde, würde mit mir auch irgendwas nicht stimmen. What the fuck? Okay, die Tür ist zu. Dann gehe ich aber hier nochmal weiter. Mein Gott, diese scheiß Puppen! Okay, hier geht es nicht. Hier geht es nicht weiter. Okay, dann bleibt uns nur dieser Weg. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Oh. Boah, ich habe mir gedacht, mein Licht geht aus, was ist hier los? Oh, ich will mich gar nicht umdrehen. Hundertprozentig steht irgendwas hinter mir, wenn ich mich jetzt umdrehe. Mach auf die Huttel hier. Hier müsste die Sau jetzt hier mal irgendwo sein. Gesagt, wir sollten die irgendwie finden oder sowas. Was ist da drin? Ah, das ist ein Plan von diesem Raum hier. Da oben rechts praktisch das komische Puppenhaus, wo wir reingekommen sind, natürlich, ist klar. Dann das Bett in der Mitte und hinter dem Bett. Oder? Genau. Das schaut doch aus hier wie so ein... Ah, oh, ist klar. Meine Fresse. Sieht auch nicht mal so schön aus. Die Serie Arm. Könnte es vielleicht was mit dem Heilmittel zu tun haben? Mmh. Ich schätze, das ist er. Die Serie Arm. Okay. Können wir den irgendwie untersuchen? D002. Okay. Gibt's denn irgendwas? Irgendwas Schönes, was zum Spielen? Oh, wow, 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 wow. What the fuck? Oh, Leute, das ist zu krass wieder. Schon wieder zu krass.
eine Fried Flipper aus, Digga. Boah, was ist denn hier los? Wow! Viel elendiges Mistvieh. Ja. Mein Gott. What the fuck? Ich komme hier nie wieder aus dem Haus raus, ich merke, ich weiß das. What the fuck? Boah, Alter. Mein Gott, stirb doch mal, du elendiges Vieh! Okay, schwere Mumpeln hier ran, komm. Alter. Boah, ich will nur aus dem Scheißhaus hier raus. Das ist schon wieder zu krass. Oh, Pumpkin ist auch leer. Das ist richtig geil schon wieder. Okay, ich würde sagen, zurück so schnell wie es geht zum Wohnwagen. Da können wir speichern, aber ich habe mir erstmal ein Mittel rein. Nein, so einen scheiß Baseballschläger hier nehmen. Boah, hier. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay, okay, da wollten wir eh gerade hin. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da hinkommen. Ohne Zwischenfälle. Ja, wahrscheinlich wird man gleich irgendwas anspringen. Da gehen wir nicht runter. Okay. Auf zum Wohnwagen. Oh, ich hoffe mal, ich sitze hier drinne. Wo zur Hölle bist du? Ja, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also,
und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben. Mein Gott, hat er da drin versteckt? Jetzt schau in den Kühlschrank. Okay, dann schauen wir mal in den Kühlschrank. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf mich, du Miststück. Okay, er wartet im Zerlegungsraum. So, haben wir jetzt eine Münze gefunden? Nö. Okay, ich würde sagen, wir... nehmen uns... unseren Granatwerfer mit. Die Hand brauche ich die jetzt, brauche ich die nicht. Ich habe keinen Plan. Und legen mal die weg. Wir haben jetzt nämlich null Munition für die. Und nehmen uns unsere Flammengranaten mit. Okay. Okay, wir haben noch 7 Schuss von dem. Okay, und 26 Schuss mit der Pistole. Brennstoff. Können wir das? Okay, das nehmen wir auch mit, ist klar. Pistolenmunition. Füllen wir auf. Was können wir mit den Pillen dann überhaupt machen? Können wir eh nicht mit nichts kombinieren. Also tun wir die wieder rein. Schießpulver. Für was brauchen wir die defekte Pistole überhaupt? Nicht kombinieren. Scheiße. Wir haben kein Heilmittel, gar nichts mehr. Vielleicht kann ich mit dem Spaltmittel. Was kann ich da machen? Was kriegen wir denn da? Eine starke flüssige Chemikalie. Na, das machen wir nicht. Tun das jetzt zurück und das tun wir auch zurück. Dann werden wir schon was finden, hoffe ich. Und speichern mal. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir müssen jetzt in den Zerlegungsraum wieder, also zum Zerlegungsraum unten hin. Dafür müssen wir ins Haupthaus. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like oder auch ein Abo da. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge, euer Andi.